Liebe Freunde, ich freue mich. Vor über 4 Jahren wurde ich hier da drüben in der Halle von euch nominiert. Dafür danke ich. Das habe ich damals als Vertrauensvorschuss angesehen und das hat mich bis heute angespornt. Und ich freue mich. Heute darf ich berichten über das, was ich in den 4 Jahren für uns, für Deutschland geleistet habe. Vor meinen Augen entsteht das Bild, die Spree vor mir, dahinter der Reichstag mit den Deutschlandfahnen. Gauland steht neben mir, Beatrix von Storch, Tino Chrupalla und wir schauen uns an. Wir schreiben Geschichte. Welch ein Auftrag, was für eine Verantwortung als Bayer in Berlin. Und jeder von uns, das kann ich sagen, jeder von uns hat diese Verantwortung übernommen und für dieses Land gekämpft. Es ist uns ein heftiger Gegenwind, unfairer Widerstand entgegengestanden. Aber genau das hat uns zusammengeschweißt und das lässt uns bis heute zusammenhalten. Gottfried Curio im Innenausschuss, Dirk Spaniel für den Erhalt unserer Autoindustrie, Beatrix von Storch im Anis-Amri-Untersuchungsausschuss und alle meine bayerischen Kollegen, jeder auf seinem Platz. Was war meine Aufgabe? Was hat Peter Felser in den vergangenen 4 Jahren erreicht? Gleich zu Beginn wurde ich in den Fraktionsvorstand gewählt. Zuletzt war ich dort der einzige bayerische Abgeordnete. Die Kollegen haben erkannt, jetzt ist Pionierarbeit zu leisten. Jetzt muss geackert werden. Und auf der grünen Wiese, liebe Freunde, auf der grünen Wiese haben wir die größte Oppositionsfraktion aufgebaut. Als Offizier und als Unternehmer hat man mich nach vorne geschickt. Auch nach 2 Jahren, da hat man mich mit den meisten Stimmen als Stellvertreter wiedergewählt. Darauf bin ich besonders stolz. Aber liebe Freunde, in Berlin zählen keine Brandreden, kein Geschwafel. Dort muss hart gearbeitet werden. Ich habe das auch als Führungsaufgabe verstanden und umgesetzt. Strukturen schaffen, Referenten rekrutieren. Immer vorwärts, vorwärts, vorwärts. Liebe Freunde, aber parallel mussten wir ja auch vorne, quasi an der Front im Plenum, schon unsere Feuertaufe bestehen. Gleich im Oktober wurden ja schon die Auslandseinsätze der Bundeswehr debattiert. Als ehemaliger Offizier hatte ich das in die Hand genommen. Ohne Referenten, ohne richtige Büros. So haben wir die ersten Reden im Parlament organisiert und gemeistert. Und das sage ich ganz klar an dieser Stelle. Ich war froh, einmal der Kanzlerin Merkel und der Ursula von der Leyen ins Gesicht zu rufen, wir brauchen keine Auslandseinsätze. Deutschland wird nicht in Mali, Deutschland wird nicht in Afghanistan, Deutschland wird hier in unserer Heimat verteidigt, liebe Freunde. Aber diese ganze Arbeit der Kollegen, all das, was wir Tag für Tag für Deutschland tun, das müssen wir auch nach draußen tragen. Das muss gehört werden draußen im Land. Und das war meine zweite Aufgabe, eine schlagkräftige Medienabteilung aufzubauen. Mit dem parlamentarischen Geschäftsführer Jürgen Braun haben wir eine Abteilung mit über 20 Medienleuten aufgebaut. Und die Reichweiten, die wir heute erzielen, die sind enorm. Wenn Alice Weidel gegen den Lockdown spricht, Millionen Aufrufe, wenn Gauland zu den Russland-Sanktionen spricht. Das ist unsere Antwort auf den Staatsfunk. Das ist unsere Antwort auf 9 Milliarden Zwangsgebühren der Staatsmedien. Und die dritte Aufgabe war der komplette Bereich IT, EDV. Das ist nicht sexy, aber irgendjemand muss das machen. Computer und Internet für die gesamte Fraktion beschaffen, installieren und ausbauen. Und wir haben eine der modernsten Infrastrukturen in Berlin geschaffen. Wir haben eine App, wo jeder Kollege auf einer App die Alarmnachrichten bekommt und reagieren kann. Das hat keiner von den anderen Fraktionen. Das eine war also die Pionierarbeit, diese Aufbauarbeit. Aber das andere ist die politische Arbeit in Berlin. Über die möchte ich auch sprechen. Als Vize habe ich 5 Arbeitskreise koordiniert, 20 MdB-Kollegen und ebenso viele Referenten. Immer hinter den Kulissen. Planen, strategisch auswählen, aktuelle Themen nach vorne stellen, Redner bestimmen. Diese Arbeit muss geleistet werden, damit dann vorne am Rednerpult die richtigen Kollegen das Richtige in der Debatte sagen. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Daher, genau aus diesem Grund, gibt es seit 2017 wieder eine echte Opposition im Deutschen Bundestag.
Es gibt wieder echte Debatten. Es gibt keine Tabuthemen mehr. Wir haben den Reichstag wieder zu dem Ort gemacht, wozu er bestimmt ist. Politik für das deutsche Volk und für niemand anderen auf dieser Welt, liebe Freunde. Es sind aber nicht nur die großen Themen. Ich habe auch zu im Landwirtschaftsausschuss und im Ausschuss für Verteidigung andere Themen eingebracht, Anträge eingebracht. Es geht um unsere Heimat und unsere Identität. Wir wollen keine Bodenspekulation von fremdländischen Investoren. Keinen Abverkauf unseres Mittelstandes nach China, wie das mit KUKA in Augsburg passiert ist. Unser Land muss in unserer Hand bleiben. Ich habe mich eingesetzt gegen die Windkraftanlagen in unseren Wäldern. Wir wollen keine Verspargelung, keine Zerstörung unserer geliebten Heimat. Liebe Freunde, wir haben viel erreicht und wir müssen uns aber weiterhin um die brennenden Themen kümmern. Es gibt noch viel zu tun für unser Land. Wenn wir unsere Heimat retten wollen, dann müssen wir die unsägliche Energiewende stoppen. In aller Welt werden Kernkraftwerke neu gebaut und wir stehen jetzt schon vor unausweichlichen Stromausfällen. Wir müssen jetzt die Zuwanderung stoppen, wenn Deutschland das Land bleiben soll, das unsere Väter und Urväter aufgebaut haben. Und wir müssen dieser undemokratischen Regierung einen Riegel vorschieben. Die Beraubung der Freiheitsrechte, die Ausgangssperre, all das muss weg. Notstandsgesetzgebung, Maulkorb, damit muss jetzt Schluss sein. Kämpfen wir alle dafür, dass die einzige Alternative, unsere Alternative für Deutschland noch stärker wird. Und wir müssen jetzt die Machtfrage stellen. Erst wenn ein AfD-Innenminister die Grenzen geschlossen hat, dann haben wir gewonnen. Erst wenn der Kanzlerkandidat der AfD dieses Land regiert. Erst mit einem AfD-Kanzler, der dieses Land regiert, erst dann haben wir unsere Ziele erreicht. Leute, liebe Freunde, wir haben es in der Hand. Kämpfen wir, gehen wir in den Wahlkampf. Der Freiheit eine Gasse in Deutschland. Der Freiheit eine Gasse. Ich bedanke mich. Vielen Dank. Eine Punktlandung. Und nochmal 30 Sekunden.